Was geht ab, liebe Freunde? Kommen wir wieder zu einem neuen Video mit einem neuen Thema. Das Ding ist, wenn es um Narzissten geht, vielleicht hast du mal diese Gedanken gehabt von wegen, oh, wenn mich dieser Mensch doch nur mal verstehen würde, wenn mich doch dieser Mensch nur mal sehen würde, das, was ich wirklich empfinde, das, was ich wirklich denke, das, was ich wirklich brauche und sowas von ihm, ja. Weil oftmals, wenn es um Narzissten geht, erzählen sie dir vielleicht oftmals auch, dass sie so an sich arbeiten wollen oder arbeiten sollen oder sonst irgendwas, weil sie es selbst merken. Und es ist alles nur bla bla. Ja? Hast du vielleicht selbst oftmals erlebt, dass diese Menschen dann von sich selbst angeben, ja, ich müsste mal an mir arbeiten, ja, ich müsste mal dies, ja, ich müsste mal das. Super selten mal, aber es passiert. Sehr, sehr selten, aber es passiert, weil diese Menschen selbst irgendwann mal merken, wie fehlerhaft sie sind. Und ab und zu mal, ab und zu, vielleicht nicht bei jedem Narzissten, das schon mal vorneweg, schon mal vorab, nicht bei jedem Narzissten, aber bei manchen, ab und zu kommt mal die Wahrheit raus. Ab und zu. Dann merken diese Menschen so, warte mal, warte mal, warte mal, ich müsste eigentlich auch mal an mir arbeiten. Es gibt da so gewisse Dinge, die mich aufhalten oder miserabel machen, ja. Aber ich sag dir, es ist egal, was du tust, es ist egal, was du sagst, es ist egal, wie du etwas vermittelst. Der Narzisst wird dich niemals verstehen. Der Narzisst wird dich niemals verstehen. Egal wie gut du etwas beschreiben willst, egal wie gut du auch etwas beschreibst, nicht nur beschreiben willst, wie gut du etwas beschreibst. Wie gut du es rüberbringen willst, wie gut du es erzählen willst, ja, wie viel Zeit du dir für diesen Menschen nimmst. Es wird nie genug sein. Es wird nie genug sein. Weil manche denken sich so vielleicht, ah, dieser Mensch ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Wenn ich dem jetzt erzählen würde, was ich so in einer Beziehung brauche oder in einer Freundschaft oder in der Familie und ich gehe jetzt hin und erzähl diesen Narzissten so, hey, du musst mich so behandeln, du musst mir das geben, du musst mir jenes geben, du musst das machen, du musst jenes machen. So, dann wäre das ja perfekt, dann wäre das ja gut, dann wäre das ja ein guter Mensch, weil an für sich so, dieser Mensch ist ja nicht so schlimm und was weiß ich so. Ja, es gibt vielleicht Narzissten, die sind nicht so schlimm, ja, aber mit der Zeit wird es halt immer schlimmer. Mit der Zeit machst du dich nur unnötig kaputt, weil ich habe mir ebenso dieses Thema nochmal so, weil ich das vor ein paar Tagen so niedergeschrieben habe, vor 2, 3 Tagen oder sowas, und habe mir das eben nochmal so durch den Kopf gehen gelassen, habe mir auch so gedacht, warte mal, was bringt es, was bringt es? Nur weil ein Mensch dich nicht versteht oder verstehen will oder verstehen kann, ja, diesen Mensch dann zu erzählen, zu beschreiben und zu deuten, wie du behandelt werden willst, was du brauchst, was du nicht brauchst, was du willst, was du nicht willst. Was bringt das Ganze? Einen Menschen quasi so zu erziehen, wie du ihn gern hättest. So, du verschwendest deine kostbare Zeit. Da draußen gibt es so viele andere Menschen, die dich verstehen werden, verstehen können, ja, die dir das geben können, was du willst, und du vergeudest deine Zeit damit, einen Menschen quasi zu erziehen, nur weil du die Hoffnung hast, dass wenn du das tust, dass dieser Mensch dich dann versteht. So, du bringst ihm dann auf einmal bei, was Empathie ist. Du willst ihm beibringen. Ich habe das nämlich mal vor langer, langer Zeit hier, vor ein paar Monaten, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere gerade, habe ich diese Kommentare mal so gelesen. Ja, ich könnte ihm ja auch mal zeigen, was Empathie ist. Dieser Mensch hat halt keine Empathie oder mein Freund hat halt keine Empathie. Und würde es was bringen, wenn ich es ihm zeige und was weiß ich jetzt, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, ja. Nein, das bringt nichts. Es bringt nichts. Natürlich streite ich das nicht zu 100% ab, aber in den meisten Fällen wird es nichts bringen. Das ist alles so ein Wunschdenken von dir, ja? Dass dieser Mensch dann irgendwann mal so zu diesem idealen Mensch wird, wie du ihn gern hättest. Und das ist nur eine Illusion. Weil es wird nicht der wunderschöne Tag kommen, wo sich auf einmal alles verändert und du hast ihm alles beigebracht. Jetzt ist er auf einmal empathisch, hört dir zu, gibt dir das, was du brauchst und sowas. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Weder deine Eltern werden dann mal so, noch dein Partner, deine Partnerin oder irgendwelche Geschwister oder sonst irgendwas so. Es wird sich nichts verändern.
Nicht einfach so. Natürlich, wenn sie hart an sich arbeiten, ja, dann könnte sich was verändern, aber in den meisten Fällen wird es halt einfach nicht so sein. Gerade bei Narzissten. Egal wie du etwas rüberbringst, egal wie oft du es rüberbringst, egal wie oft du es versuchst, der Narzisst wird dich nicht verstehen. Niemals. In den meisten Fällen denken sie danach, warum willst du jetzt so viel? Warum ist dir das jetzt gerade so wichtig? Warum bist du dann überhaupt mit mir zusammen oder sonst irgendwas? Was weiß ich, ja, was die dann für komische Sprüche so dann abgeben. So, oh, du willst mich hier komplett verändern und was weiß ich alles, ja. Bin ich dir nicht genug und was weiß ich. So wird es dann wahrscheinlich aussehen. In der höchsten Wahrscheinlichkeit. Dass die dann anfangen mit dir zu diskutieren, warum du sie so verändern willst, warum sie nicht genug für dich sind und sonst irgendwas, ja. Deswegen, die werden dich niemals verstehen. Die werden dich niemals verstehen. Und das Geilste ist sogar noch, jetzt noch ein anderes Thema. Du hast vielleicht schon öfters versucht, mit dem Narzissten über eine gewisse Sache zu reden. Und es ist nie etwas daraus geworden. Nie. Dieser Mensch hat es nie verstanden, was er falsch gemacht hat. Ja? Weil Narzissten machen oft etwas falsch. Sehr oft. Das wissen wir. Und dieser Mensch hat irgendwas falsch gemacht, ja, aber anstatt mal zu reflektieren, was er falsch gemacht hat, kommt er immer gleich. Was habe ich denn getan? Was war denn so schlimm? Bäh. Ich verstehe nicht, was dein Problem ist. Sag mir doch nochmal, was ich falsch gemacht habe und sonst irgendwas. Ja, vielleicht habt ihr das dann auch selbst mal erlebt. Ihr habt schon so oft versucht, den Menschen so zu verklickern, so, ey, du gibst mir keine Aufmerksamkeit. Du hörst mir nicht zu, du verstehst mich nicht, jedes Mal redest du mich schlecht, jedes Mal muss ich alles nach deiner Nase drehen, ja, immer muss alles nach dir laufen. So und lauter solche Dinge, oder das und das hast du falsch gemacht, und das war einfach nicht gut. So, und anstatt ein offenes Gespräch darüber zu haben und sich auszutauschen und daraus zu lernen und sonst irgendwas, nein, es wird immer zu einer Diskussion. Und du hast es jetzt so oft schon gehabt, dass du dir irgendwann denkst, so fuck off. Ganz ehrlich, ich lasse mich nicht mehr auf diese Diskussion ein. Und vor allem das Geile ist, wie gesagt, sie werden dich nie verstehen. Die kommen dann immer wieder, so, was habe ich dir denn getan? Weil wenn du irgendwann dann mal den Kontakt vielleicht sogar abbrichst, ja, deswegen ist jetzt mal ein ganz anderes Thema. Wenn du dann irgendwann mal den Kontakt abbrichst, weil du gemerkt hast, diese Menschen verstehen mich einfach nicht und halten mich nur auf, ja, werden sie es vielleicht immer und immer wieder versuchen, zu dir zurückzukommen mit derselben Leier. Und du fragst dich, wie kann das sein? Ich habe so oft versucht, es dir einzutrichtern, was du alles falsch gemacht hast. Und du kommst noch so oft hierher und sagst, du weißt nicht, was du falsch gemacht hast. Ich soll dir nochmal sagen, was du falsch gemacht hast. Wa was denn los wäre, warum ich dir aus dem Weg gehe und sonst irgendwas so. Und die kommen dann immer wieder mit derselben Leier. Was habe ich denn falsch gemacht? Erzähl mir doch, sag mir doch. Bla 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 und zeigen dann so in Anführungszeichen, dass es ihnen wichtig ist. Wenn es ihnen wichtig wäre, ja, hätten die sich dahingesetzt mit dir, hätten ein offenes Gespräch gehabt, ihr hättet euch in Ruhe ausgetauscht über das, was das Problem ist, ja, hättet das Problem behoben und gut wär's. Aber da das einfach nicht möglich ist, man kann sich nicht hinsetzen, normal miteinander reden, weil sobald man dann mal was sagt gegen sie, ja, spielen sie dann das Opfer. Deswegen, sie werden dich nicht verstehen, sie werden dich niemals verstehen. So, sobald du dann mal ein Thema hochbringst, was sie falsch getan haben, schlagen sie dann zurück und sagen, ja, aber du bist auch nicht perfekt, aber du hast auch dies getan und du hast auch das getan. Und ich kann ja nicht, weil ich bin ja auch nur ein Mensch und bla 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 und niemand ist perfekt und was weiß ich. Deswegen, so mit diesen Menschen wirst du niemals gewinnen. Und das müssen vielleicht einige auch mal verstehen. Egal, wie oft du versuchst, es ihnen einzutrichtern, was sie falsch gemacht haben, was sie besser machen müssen, was sie verändern müssen, was du brauchst, was du nicht brauchst, was du gerne hättest, was du nicht gerne hättest. Ja. Weil manchmal, ich sehe dann diese Kommentare, wenn dann da steht so, ja, aber wenn ich doch diesen Menschen erzählen würde, was mich alles stört, was ich alles brauche, was alles gut wäre, bla 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 bla, dann wäre das doch, dann würde das doch gehen, dann würde das doch gehen.
Willst du wirklich die ganze Zeit so durch dein Leben laufen? Sobald irgendwas dir nicht gefällt, dann richtest du den Menschen, dann spielst du quasi so die Mutter oder den Vater für diesen Menschen, weil dieser Mensch nicht fähig ist, sich selbst zu richten, sich selbst quasi an sich selbst zu arbeiten, und du musst diesen Mensch immer so fixen, so reparieren und alles. Willst du die ganze Zeit so da rumlaufen und deine Zeit dafür opfern, einen imperfekten Menschen perfekt machen zu wollen? Oder willst du wirklich endlich deine ideale Partnerin oder deinen idealen Partner oder Menschen in deiner Umgebung, Freunde und sowas, und Menschen, die du auch Familie nennen kannst, weil sie sich aufführen wie eine Familie, wie eine richtige Familie, weil manchmal Blutsfamilie ist nichts wert und andere Menschen geben uns mehr das Gefühl, Familie zu sein als unsere eigene Familie, beispielsweise. Und willst du lieber mit solchen Menschen zusammen sein oder willst du immer noch versuchen, Beziehungen, wie soll ich sagen, zu reparieren, die ganze Zeit, die nicht zu reparieren sind, weil du schon so oft versucht hast, hinzugehen und das zu sagen, oder du hast so oft schon das gesagt, was du sagen wolltest, was du sagen musstest, hast so oft schon gekämpft, hast so oft schon das gesagt, was du gedacht hast, du hast so oft schon versucht, mit diesen Menschen ein Gespräch zu führen, du hast so oft schon vielleicht versucht, deine Probleme zu nennen, ja, damit die dich sehen, damit die dich verstehen können, ja. Und es ist nichts dabei rumgekommen. Irgendwann kommt dann der Punkt, hoffentlich bei dir auch, wo du dann sagst, ey, ich habe jetzt so viel getan, was soll ich noch machen? Wie soll ich mich noch krumm machen? Ich habe jetzt das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Ja, alles hat nichts gebracht. Dieser Mensch versteht mich einfach nicht. Was soll ich noch alles tun? Soll ich noch mal das Gleiche machen oder was geht hier ab? Ich sag dir ganz ehrlich, distanzier dich von diesen Menschen. Wenn du merkst, du redest mit einer Person über dasselbe Thema, immer und immer und immer und immer und immer wieder, und es kommen keine Ergebnisse dabei raus, es wird nur noch schlimmer oder es wird ignoriert oder es wird missverstanden oder diese Menschen spielen dann immer das Opfer, ja. Oh, was haben die denn alles falsch gemacht? Hab ich alles falsch gemacht und bla 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 bla, diese Opfer. Spielerei, ja. Oh, ich habe alles falsch gemacht, gell? Oh, ich bin so ein schlimmer Mensch und bla 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 bla. Ja, dann kommt die so, das ist alles diese Opferspielerei, nur um dich quasi zu manipulieren, dass ja keiner perfekt ist oder sonst irgendwas. Das ist alles eine Lüge. Sie wissen ganz genau, was sie getan haben. Deswegen, so, oftmals wollen sie dich einfach nicht verstehen. Weil wenn sie dich dann verstehen würden, würden sie ja dann zugeben müssen, oder dann müssten sie ja zugeben, was sie alles falsch gemacht haben. Und das heißt ja dann, sie müssen Verantwortung übernehmen. Und das heißt ja dann wieder, sie müssen wahre Reue spüren und sonst irgendwas und müssen sich dann entschuldigen und sonst irgendwas, ja? Weil sie das ja nicht tun wollen, spielen sie dann so, wie als würden sie dich nicht verstehen. Oh, ich verstehe nicht, was habe ich denn alles falsch gemacht? Erzähl mir doch, bla 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 bla, nur um deine Zeit zu vergeuden. Du hast schon so oft gesagt, was sie alles falsch gemacht haben. Und nach einiger Zeit, ja, jetzt ist einige Zeit vielleicht schon vergangen für alle die, die gerade da hindurch gehen. Ich kann euch verstehen. Jetzt ist vielleicht einige Zeit vergangen, ihr habt euch distanziert und diese Menschen versuchen als noch zurück in euer Leben zu kommen. Und kommen immer mit derselben Leier. Immer mit derselben Leier. Was habe ich denn falsch gemacht? Erzähl mir doch nochmal. Vielleicht verstehe ich es dann. Die werden dich nie verstehen. Egal wie oft du es denen erzählst und wie oft du denen die Fakten auf den Tisch legst und sagst, du hast das falsch gemacht, das war nicht richtig, das, 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 und zählst denen alles auf. Dann wird immer wieder dasselbe passieren. Sie drehen alles um oder spielen das Opfer oder machen halt beides, alles, ja. Gaslighten dich, manipulieren dich, all das. Das ist narzisstische, toxische Spiel halt. Anstatt zu erkennen, okay, gut, dieser Mensch hat sich jetzt schon so lange distanziert, so, und das hat jetzt diesen und diesen Grund, weil warum sonst sollte diese Person sich distanzieren? Man distanziert sich nicht ohne Grund. Alles hat einen Grund, alles hat einen Sinn. Und wenn du dich jetzt distanziert hast, hat es einen Grund gehabt, warum du dich von diesen Menschen distanziert hast. Nur diese Menschen sind nicht bereit zu reflektieren und zu verstehen, warum hat diese Person sich jetzt distanziert? Was müsste ich jetzt tun, damit diese Person wieder Bock auf mich hat, beispielsweise, ja? Das machen diese Menschen nicht. Niemals. Niemals.
Die werden dann wieder an deiner Tür klopfen, ja, wieder zu dir nach Hause kommen oder dir Texte schreiben oder sonst irgendwas, immer mit derselben Leier. Ja, wir haben jetzt so lange keinen Kontakt mehr gehabt. Erzähl mir doch, was das Problem ist. Warum willst du uns nicht mehr sehen? Warum willst du mich nicht mehr sehen? Was habe ich denn alles verbrochen? Wen habe ich denn umgebracht? Was habe ich denn falsch gemacht? Bla 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 bla. Aber damit ich mich jetzt nicht wieder und wieder wiederhole, wie gesagt, du hast es vielleicht schon sehr oft probiert. Sehr, sehr oft. Du warst immer so der aktive Part in dieser Beziehung, ja. Wie gesagt, es ist egal, ob das deine Eltern sind, Geschwistern sind oder Beziehungspartner, Freunde sind, ja, es ist überall dasselbe. Überall dasselbe. Du hast immer versucht, mit den Menschen zu reden, denen zu sagen, ja, was das Problem ist. Die haben dich nie verstehen wollen. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo du dir sagst, so, ey, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe jetzt alles versucht. Entweder, dann kommt die Entscheidungsphase. Entweder ich verschwende weiterhin meine Zeit mit Menschen, die mich nicht verstehen, oder ich distanziere mich von ihnen und finde Menschen, die mich verstehen. Fertig aus. Deswegen, und das wünsche ich euch allen, dass ihr Menschen in euer Leben zieht, die euch verstehen können, verstehen werden, verstehen wollen. Denn es geht auch viel um Verstehen wollen. Wenn ich einen Menschen verstehen will, werde ich auch die Arbeit verrichten, die es braucht. Das heißt, meine Empathie zeigen, dir zuhören, deine Sichtweise sehen und erkennen. Das meine ich damit. Aber wenn ich dich nicht verstehen will, warum soll ich Zeit in dich investieren? Warum soll ich dich verstehen wollen? Warum soll ich dir zuhören? Warum soll ich Empathie zeigen und all das, ja? Deswegen macht euch mal selbst Gedanken über dieses Thema. Ich finde das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Vielleicht geht ihr gerade selbst dadurch. Wart vielleicht in der Discard-Phase oder in dieser, seid jetzt in dieser Isolationsphase oder ihr habt euch selbst distanziert, was auch immer. Ja, ihr habt euch selbst distanziert. Das ist so meistens so der Fall. Ihr habt euch selbst distanziert, habt euch abgegrenzt. Ja, vielleicht von eurer Familie oder sonst irgendwas. Und die versuchen immer wieder mit den gleichen Argumenten zurückzukommen. Was denn das Problem wäre, man könnte ja miteinander reden, man könnte ja in Ruhe reden, man könnte ja über alles reden und man sollte ja die Vergangenheit vergangen lassen und man kann ja nur in die Zukunft sehen und lauter solcher Bullshit, ja. Obwohl du schon so oft in der Vergangenheit versucht hast, die Vergangenheit hinter dir zu lassen und über die Zukunft zu reden und über die Vergangenheit zu reden, damit du sie hinter dir lassen kannst, ja. Und es ist nichts dabei rumgekommen. Jetzt musstest du dich distanzieren, weil es einfach zu schmerzhaft war mit ihm. Und sie verstehen es immer noch nicht, was sie falsch getan haben. Angeblich natürlich. Wir wissen ganz genau, was sie getan haben. Wir wissen ganz genau, was sie falsch gemacht haben. Wir wissen ganz genau, was sie verbockt haben. Wir wollen es einfach nur nicht einsehen. Das ist alles wieder Manipulationstaktik, Opferspielerei und was weiß ich alles. Deswegen lass dich nicht drauf ein, so dass. Ist das, was ich denke. Wie denkt ihr? Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerade so alles durchmacht, wie ihr damit umgeht. Aber ich für meinen Teil, wenn ich hingehe und habe öfters schon ein Gespräch gehabt mit einer gewissen Person und es ist immer dasselbe Gespräch und es kommt immer dasselbe dabei raus, nämlich nichts, dass wir nur diskutieren, uns gegenseitig fertig machen oder nicht mal das, dass wir die ganze Zeit nur diskutieren, rumdiskutieren und dieser Mensch spielt dann das Opfer, dieser Mensch, ich kann euch ganz genau sagen, was die tun. Die spielen das Opfer, die drehen alles um, die gaslighten, die lügen, die manipulieren. Das machen sie dann. Wenn du quasi an der Beziehung arbeiten möchtest, wie ich es auch schon oft in der Vergangenheit gesagt habe, wenn du versuchst an der Beziehung zu arbeiten, passiert das, genau das. Du versuchst dann die Wahrheit ans Licht zu bringen, sozusagen, hey, guck mal, das und das ist passiert, wird genau das passieren. Sie spielen das Opfer. Sie drehen alles um. Wollen es nicht einsehen, wollen es nicht verstehen. Ah, ich kann nicht verstehen, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. Und stellen sich dann auch mal dumm und sonst irgendwas. Das ist ihre Taktik. Oder das sind ihre Taktiken. Deswegen, ich will euch nur jetzt darauf bewusst machen. Niemand ist so ignorant und so dumm, dass er nicht verstehen kann, wenn man schon so oft versucht hat, über eine gewisse Sache zu reden und es nach 3, 4, 5, 6 Mal immer noch derselbe
Mist ist, kannst du mir nicht erzählen, dass diese Person es nicht versteht. Dann ist es einfach nur, ich will es nicht verstehen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Wenn ich mit einer Person schon 10 Mal das gleiche Gespräch hatte und diese Person noch ein 11. Mal kommt und sagt, oh, ich verstehe nicht, was das Problem ist. Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Und wir haben über dieses Problem schon 10 Mal gesprochen davor. Nach dem 11. Mal kommt die Person immer noch wieder und fragt immer noch, was das Problem ist. Dann, sorry, aber dann willst du mich einfach nicht verstehen. Dann willst du mich echt nicht verstehen. Nicht mal, du kannst mich nicht verstehen, du willst es einfach nicht. Du willst es einfach nicht einsehen. Du willst einfach nicht einsehen, dass du auch mal Fehler tust, dass du auch mal was falsch tust. Das ist, was ihr euch klar machen müsst. Die haben halt dieses Ego. Die haben halt dieses fragile, aufgebaute Ego, das es nicht zulässt, das Fehler nicht zulässt. Ja? Sie sind ja fehlerfreie Menschen. Sie sind ja vollkommen. Sie sind ja perfekt. Ja? Und wenn dann jemand kommt und sagt ihnen dann, du bist nicht so perfekt, du hast diese und diese Fehler getan, dann kommt das. Deswegen, das war jetzt wieder mal ein längeres Video. Aber ich musste das einfach mal so von der Seele loslassen, weil es einfach die Wahrheit ist. Es ist einfach die Wahrheit. Du hast vielleicht schon so oft versucht, ja, und fragst dich, wie kann das sein, dass diese Menschen mich nicht verstehen können? Jetzt, hoffentlich hat das dir jetzt die Augen geöffnet, macht das Ganze jetzt Sinn. Dass es nicht mal darum geht, dass sie dich nicht verstehen können, es geht mehr darum, dass sie dich nicht verstehen wollen. Denn das, ich könnte das Video jetzt noch stundenlang weitermachen, das ist ja auch wieder so ein Dramabund, ja. Es gibt da dieses Problem, das nicht behoben werden kann. Und das bindet, ja. Und du willst jetzt unbedingt dieses Problem beheben. Und weil sie wissen, du bist so ein Bob der Baumeister, der alles reparieren will, ja, halten sie halt immer daran fest. Und das Leichteste ist dann, es nicht zu verstehen, dass dieses Problem immer weiter besteht. Und das bildet diesen Dramabund. Du willst darüber reden, sie können ja nicht darüber reden. Du willst darüber reden, sie verstehen es nicht. Du verstehst es. Sie wollen es nicht verstehen. Und das bildet die ganze Zeit diesen Dramabund, ja. Deswegen, wie gesagt, ich könnte noch stundenlang darüber reden. Vielleicht mal in einem Live-Video oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt dieses Video gefunden habt, so, wenn es über das Thema geht. So, sorry, wenn ich eure Zeit jetzt in Anspruch nehmen musste. Und danke auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Aber ich musste einfach diese Dinge jetzt sagen, weil es ist die Wahrheit, wenn es um das Thema geht. Das ist die ultimative Wahrheit. Und wenn du das mal verstanden hast, dann fällt es dir auch eventuell leichter, solche Menschen hinter dir zu lassen. Wenn du dann einfach mal verstehst, es geht gar nicht darum, dass diese Menschen mich nicht verstehen können. Es geht mehr darum, dass sie mich nicht verstehen wollen. Denn wie ich es schon eben gesagt habe, ich sage es noch einmal, wenn sie dich verstehen würden, würde es ja heißen, sie müssten Reue zeigen, sie müssten sich entschuldigen, sie müssten Verantwortung übernehmen, sie müssten es einsehen, Einsicht zeigen, all das, ja, weil sie das ja nicht machen wollen, weil das ja auch immer mit Schmerz verbunden ist, ist der leichteste Weg, dich nicht zu verstehen. Dann stellen sie sich halt immer dumm und machen es dir schwer. Das so zu diesem Thema. Aber ich denke wirklich jetzt, ich hoffe, ihr habt den Sinn hinter diesem Video verstanden. Ich hoffe wirklich, ihr habt verstanden, was ich damit sagen wollte mit diesem Video. So, wenn ich auch ein bisschen jetzt gestruggelt habe, aber ja, ich hoffe wirklich, ihr habt es verstanden. Ihr habt die Message jetzt auch gebraucht und habt sie verstanden. Die Message hinter dem Video. Deswegen, der Narzisst würde ich niemals verstehen. Peace out. Mach dir das immer klar.